Recht herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Asreiter und wir sind in Folge Nummer 26 von Astroneer. Ja, ich habe den Wagen entladen, ich habe den Rucksack leer gemacht und ja, wir müssen mal gucken. So ein bisschen Forschung lief eben auch noch. Die können wir jetzt vielleicht nochmal anstoßen hier. Und ja, dann würde ich sagen, nach dem Intro gucken wir dann, wie wir weitermachen. Hier laufen noch ein paar Batterien leer. Haben wir denn nichts mehr zum Forschen hier? Wo ist denn hier die zweite Forschungsgeschichte? Da. Okay, dann müssen wir mal gucken, dass wir die zweite Forschung noch anstoßen. Schrott, können wir das forschen? Ne. Aber da ist was in der Forschungskammer jetzt drin. Ne? Keine Ahnung, was es jetzt ist. Aber es wird was geforscht, das ist ja schon mal gut. Dann würde ich sagen, nach dem Intro gucken wir mal weiter, wenn ich hier wieder volles Licht habe. Ne? Bis gleich. So, dann gucken wir doch mal hier rein. Untersuchen, was wir hier schon haben und nicht haben. Umzugspacker, Entsperrdruck, einen Packer. Okay, das müssen wir noch machen, oder? Ja, der Haken ist ja nicht gesetzt. Und der Rest auch nicht. Silvia Gehäuse. Die Suche nach einem Galastropoden erfordert Daten finden und die abgeworfenen Dingens. Ist klar, drucke kleines Shuttle, drucke installiere Oxygenator in der Shuttle. Okay, da sind ein paar Aufgaben. Augen auf Lithium, sammle Lithium, 3 Stück, gefüllter Speicherdruck und fülle einen mittleren Ressourcenkanister. Das sollten wir vielleicht schon mal machen. Da müssen wir mal weiter gucken, wie das ist. Den Ressourcenkanister hatten wir auf jeden Fall, meine ich, letztes Mal angestoßen, ne? Oder? Vertue ich mich da jetzt. Mittelgroßer Drucker. Herzzentrifuge. Ich glaube, das war doch mit dem Buggy, großer Drucker, Schmelzofen, Erdzentrifuge, Forschungskammer. Ich glaube, jetzt sind wir schon durch, oder? Ja, auf jeden Fall beim Buggy waren wir mal durch. Das heißt, da ist nicht der richtige. Mittelgroßes Lager, Oversitz, Traktor, Dränger, kleiner Kanister, Sauerstoffmacher, mittlere Ressourcenkanister. Den brauchen wir. Glas und Kunststoff war angesagt. Okay. Glas und Kunststoff. Ach, Kunststoff hatten wir noch gar nicht, ne? Aber Kunststoff ging doch aus Kohlenstoff, glaub, oder wie war das? Aber dafür braucht man Chemielabor, das war das Ding, ne, oder? Das könnte sein, dass das unsere Aufgabe war, die wir hatten. Was haben wir denn hier überhaupt? Ammonium. Dann gehen wir mal hier rein und schauen nochmal schnell nach. War das hier bei der Rakete Ressourcen? Ja. Kunststoff. Fundort ist überall. Das müssen wir also auch noch finden, Lithium. So, Glas brauchen wir Quarz. Quarz hatten wir. Veredelt aus. Da müssen wir gleich mal gucken. Wobei hier Kunststoff, Kohlenstoff. Das ist klar. Kunststoff ist hier noch nicht. Da auch nicht. Kunststoff, Kohlenstoff und Gemisch. Haben wir beides da. Und Zutaten, warte mal. Kohlenstoff und Gemisch. Da gibt es Kunststoff. Im Chemielabor hergestellt. Und warte, das Quarz und beziehungsweise Glas ist im Brennofen. Gut, das heißt, wir müssen jetzt nur gucken. Aluminium, Kohlenstoff, Kohlenstoff. Ich habe doch eben Quarz gehabt, oder? Vertue ich mich da? Ja, ich muss mich wohl vertun, ne? Oder war das hier irgendwo? Ne, sieht nicht so aus. Okay, das Chemielabor ist aber auf jeden Fall unser Punkt, den wir brauchen. Ich dachte, ich hätte Quarz gesehen, aber habe ich mich jetzt wohl voll vertan, ne? So, das bedeutet, wir müssen nicht da gucken, wir müssen da gucken. Chemielabor brauchen wir. Ist das hier so Stufe 4 wahrscheinlich, oder? Unterkunft, Autoextraktor, extra großer Schredder.
Solarstromanlage, Wind. Mittlerer Sensorbogen, XL-Sensorbogen. Nee. Ich glaube, hier ist es, ne? Außer extra Plattform. Ne, das sind Plattformen. Figurenplattform. Großer Rover. Shuttle, das ist auch klar. Und was haben wir jetzt hier? Ein Bahnhof. Großer Rover. Ist das doch noch nicht hier? Ist das kleiner? Vielleicht ist es auch kleiner. Handelsplattform, großer Schredder? Nee. Solarmodule? Nee. Plattform? Wohl nicht. Ressourcenkanister, großes Lager, Buggy. Das sind dann eher Fahrzeuge, schätze ich mal, oder? Freizeitkugeln. V-Tor, Kran, großes Nebelhorn. Hätte ich jetzt voll gedacht, dass das schon was Schwierigeres ist. Ist das nicht so? Wo ist denn das Chemielabor jetzt? Feststoffschub, Bahnpfeiler. Aber das ist nicht das erste hier, das kann ja nicht sein, oder? Nee, ne? Wäre schön, wenn man hier suchen kann, ne? Hoverboard, Hydrazin Jetpack, Feststoffsprung. Anpassung ist auch klar. Boost-Modus, Weiteranpassung, Schmaleranpassung, das ist ja auch alles nicht das, was wir suchen. Chemielabor, wo finde ich das Chemielabor? Verbindung, Sauerstoffe. Definitiv nicht hier. Feldunterkunft. Habe ich das jetzt eben übersehen oder gibt es das tatsächlich nicht hier? Ja, das war es wohl dann wieder, ne? Sind wir da schon durch? Nee. Jetzt. Ne, da ist noch eine Stufe. Aber das sind nur die Bahnpfeiler und so. Jetzt sind wir durch. Rosa Drucker. Chemielabor, da ist es. Was brauchen wir denn? Keramik, Glas und Wolfram. Kosten 1600. Aber das können wir schon mal erforschen. Wo wir jetzt Brutto-Anfertigungsmodul? Benötigt Keramik, Glas, Wolfram freigeschaltet. Zieht den Aktivitätsgenerator zur Kombination zusammengesetzter Ressourcen aus veredelten und atmosphärischen Ressourcen. Ja, steht aber nicht, wo ich es produziere, oder? Dann bin ich wieder überfragt. Wahrscheinlich hier, oder? Großer Drucker. Chemielabor, da ist es. Wolfram, Glas und Keramik. Und mal Keramik war doch hier auch irgendwo, oder? Aluminium. Aluminium. Zink, Zink, Zink. Gemisch. Aluminium. Also nochmal raus aus dem Menü und nochmal geguckt, wo was ist, was wir brauchen. Lehm, da ist Keramik. So, dann war da noch Glas gefragt und Wolfram. Ich glaube, Wolfram haben wir noch gar nicht, oder? Und Glas war auch noch nicht da, weil wir noch kein Quarz haben. Wenn ich ziemlich von überzeugt war, dass wir irgendwo Quarz hatten, aber naja, kann man ja vertun. Ja, das bedeutet, wir müssen jetzt wieder die Tour starten und gucken, wo wir hier was finden, ne? So, das heißt, fahren wir mal weiter.
Und überleg mal, wo du was kriegen kannst. Ne? Das ist die Geschichte halt. Unten rein. Vielleicht. Warte mal. Das krieg ich ja hier, ne? Quarz war hier in Höhlen. Also muss ich dafür unter die Erde, um dann Glas zu kriegen. Und das andere war Wolfram. Höhlen und Berge. Aha, das war dieses Zeug. Höhlen und Berge. Könnte man da suchen. Könnte man da vielleicht oben sehen? Ist es das da oben schon? Achso, den Packer wollten wir auch noch gebaut haben, ne? Okay. Aber ich würde jetzt gerade mal schnell schauen. Gucken, wie weit wir kommen. Ne, das ist, glaube ich, Harz da oben, ne? Ah, das ist Harz. Hier ist auf jeden Fall eine Sauerstofflinie gerade. Was haben wir hier rausgebaut? Sieht man nicht, ne? Berge. Gucken wir mal, dass wir hier reinkommen. Aha, wir sind hier nicht sehr weit gegangen, weil wahrscheinlich unsere Sauerstoffvorräte zu Ende waren. Und da kommen wir auch nicht weiter. Okay. Kann ich hier weiter buddeln und finde dann was? Nee, wirklich, ne? Das ist jetzt, glaube ich, nicht so der Weg, um Ressourcen zu finden, oder? Oder vielleicht doch. Stopp, da war nicht weit genug gesetzt. Den müssen wir ein bisschen zurücksetzen. Ist wieder raus. Aber hier im Berg finde ich jetzt auch nicht wirklich was, ne? Jetzt nicht so prickelnd aus. Jetzt sind wir schon in der Region, dass wir, glaube ich, den Berg wieder auf den Grund erreicht haben. Ah, da sind schon wieder Dinge, sag schon Höhlen. Jetzt müssen wir nur umschalten und erstmal gucken, dass wir so weiter runterkommen, ne? Jetzt haben wir den Grund erreicht. Da hinten ist irgendwas, aber sieht nach Gemisch aus, oder? Ja.
Was ist das? Da sieht was nach Quarz aus, oder? Passt. Das sieht doch nach Quarz aus. Okay, dann haben wir das, was wir haben wollten, schon mal gefunden. Das ist ja schon mal etwas, ne? Falsche Einstellung beim Werkzeug. So. Okay, das heißt, wir müssen hier den Ding jetzt ausbauen, dass wir hier weiter Quarz kriegen. Okay, Sauerstoff ist nicht in der Nähe. Okay, weiter abgebaut, dann werden wir noch ein bisschen Quarz mitnehmen. Das sieht erstmal nach ordentlich was aus hier. Einen brauchen wir noch, dann ist er voll. Jetzt ist er voll. Gut, okay, das heißt, da hinten ist auch noch was anderes. Das sieht auch gut aus, aber das ist Laterit. Okay, nee, das wollen wir jetzt nicht gerade haben, aber das, was wir jetzt erstmal schon mal haben, ist schon mal gut. Wo sind wir hier runtergekommen? Da. Da müssen wir nachher gucken, wie wir die Piste hier gebaut haben, dass wir da auch wieder hinkommen, ne? Gehen wir mal ein Stück höher. Bisschen mehr Plan machen hier. Damit wir hier mit dem Fahrzeug hochkommen. Okay, das war jetzt nicht so dolle. Stellen wir es mal dahin. Krieg ich den so drauf? Nee. Wo ist er jetzt? Okay, jetzt habe ich ihn, glaube ich. Wieso V geht das? Ja, klar, weil das Werkzeug nicht an ist. So, jetzt haben wir es aber. Okay, hier ist irgendwie was nicht verbunden. Dieser passt wohl nicht. Müssen wir den dann noch aufheben. Jetzt ist die Kette wieder hergestellt. Wieder hoch. Und unser Werkzeug raus. Hier ein bisschen platt machen. Ah, das hat ja gut geklappt. Jetzt ist er auch noch weg. Kann ich den jetzt wieder rausfinden? Ne, der ist für immer verloren. Dann hier raus, da sind sie irgendwie fest. Okay. Und gut ist. Gerade erstmal wieder aufladen hier. Jetzt gehen wir mal ein Stück zurück. Und müssen jetzt hier einen setzen, der in der passenden Entfernung ist. Okay, passt. So, Werkzeug wieder raus und glätten.
Okay, das sieht erstmal gut aus hier, oder? Aber hier nicht mehr. Jetzt ist es zu steil, glaube Das ist hier irgendwie zu tief, zu hoch. Irgendwie zu hoch. Wir kriegen was hin, das passend ist. Schwierig, dahin zu kommen. Jetzt sind wir wieder passend. So, aber der muss jetzt irgendwie wieder verbunden werden mit dem da. Jetzt ist es hergestellt. Jetzt müssen wir nur gucken, dass wir mit unserem Werkzeug das hier wieder hinkriegen, ne? Na, sieht jetzt nicht so prickelnd gerade hier aus, der Weg, oder? Obwohl, das könnte fast schon klappen, hier rüber zu fahren. Also mal gucken. Ein bisschen tiefer vielleicht. Das sieht doch schon mal gut aus, oder? Glätten. Gucken wir mal. Ich glaube, das war auch schon hier das Ziel, wo der Weg ist, ne? Oder? Ja, hier ist der Höhlenboden. Ne? Das haben wir alles richtig gemacht. Okay, dann würde ich auch sagen, machen wir erst einen Cut und verlassen die Höhle mal. Oh nee, wir sind hier wohl doch noch nicht ans Ende gekommen. Aber ich werde mich drum kümmern. Oh, hier ist ein Abzweig. Okay, dann müssen wir mal gucken, wo wir lang müssen. Aber ich glaube, wir sind hier rein. Ne? Ja, okay. Da hinten gibt es unser Auto irgendwo. Das müssen wir alles wiederholen und dann müssen wir weiter gucken, wie es weitergeht. Machen wir alles in der nächsten Folge. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt, damit wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.